Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Also, und gleich in der Lodore haben wir einen neuen Skin im Shop. Fang Den an. Sugar Plum. Fang an. Oder auch die Zuckerfee. Ja. Fang an. Was soll ich anfangen? Ja, los. Also, dann gehen wir mal hier rein, schauen wir mal die Zuckerfee. Für mich ist die, das gerade verpackt. Die sieht doch nicht so aus. Doch, sieht sie. Hä? So ist es dunkel. Ist doch rot normalerweise, oder ja, nicht? Ja, und unten, ja. Aber stimmt hier gerade doch, nicht, oder? Das ist schon richtig, daher gleich, das ist wirklich richtig. So sieht die ja, aus. Ja, so sieht die aus. Es ist ein neues Skin, wir haben keine Ahnung, wie die aussieht. Aber hier auf dem Foto, ja, aber das ist doch Foto egal. Ist sie doch rot. Nee, nee, so. Ich gehe nochmal zurück, guck mal, auch da sieht die anders aus. Nee, aber da noch, das ist ein Bug. Also, ja, die Zuckerfee. Was gibst du denn der Zuckerfee? Mit ihren Bommelchen 6 da. 6 von 10. 6 von 10? Ja. Ja, schauen wir mal. Ein ziemlich ja, farbloser Skin, bis auf die orangenen Haare. Da hinten dann dieses elfenhafte, feenhafte Backpack. Ja. Oh, 6 von 10 gebe ich dir auch. Okay. So, dann sind wir. Spider-Knight. Oh, 10 von 10. Ja, gleich hatten sie sich noch überlegt, den zu kaufen. Der Spider-Knight, auf jeden Fall finde ich den auch ziemlich das ist geil. Der, ich find, Leute, ich sag jetzt mal so, ich finde, das ist der geilste Skin, der geilste legendäre Skin, der jemals im Shop war. Weil das findest ist ein, wirklich, ja, ne? Weil das ist einfach sowas wie Dark Knight, nur noch krasser. Also ich finde den auf jeden Fall auch ziemlich geil. Ich gebe dem auch 10 von 10. So, und die Arachne. Auch 10 von 10. Auch 10 von ja, 10. Klar. Ja, sieht auch geil aus, ne? Ja, natürlich. Auch hier hinten das Backpack ist mega geil. Boah, das ist hart. Sieht echt cool aus. Ja. Muss ich echt sagen. Allein wegen dem Backpack lohnen, wird sich das schon lohnen, die zu holen. Ja, manche holen sich auch solche Skins für den Backpack. Das ist schon geil, das Ding. Ja. Also, wie viel gibt's da? Auch 10 von 10. Nächstes Item. 10. Na. Das ist ein Reactive. Ja. Eine Reactive. Ich gebe dem 8 von 10. Ist jetzt nicht das Beste, aber. Webbreaker, ich gebe dir auch 8 von 10. Passt. Oh mein Gott, 10 von 10. Oh. Ja, eine Hatchling, 10 von 10. Ich gucke jetzt mal lieber von hinten, dass ich nicht wieder so einen Schock bekomme wie beim Pferd, weil bei dem Pferd sah das von vorne geil aus, von hinten scheiße. Ja, von hinten sieht es eigentlich auch ganz cool aus. Ja, ist ne? So. Ist auch mega geil, der Gleiter. Ich finde, ich feiere den also mega. 10, also 10 von 10. 10 von das 10. Das Set ist, glaube ich, so das bestbewerteste Set, was wir jemals hatten. Ja, ist ja auf jeden Fall geil. Dann Squad Kick. Squad Kick. Lass auch hier mal wieder gucken mit einem mit verschiedenen Skins. Hier mit dem Spider-Knight. Was haben wir denn da? Womit könnte das denn ganz gut aussehen? Oh mein Gott. Mit dem Lama. Das ist ein DJ Honda. Ja, das ist ein DJ Honda, ist aber ein Lama. Da sieht's echt cool aus, irgendwie. Du machst das viel zu schnell. Lass doch mal Zeit. Oh, mit dem Wolf. Ja, mit dem Wolf sieht's wahrscheinlich wieder scheiße aus. Irgendwie mit dem Wolf sehen die ganzen Emotes kacke aus. Nein. Wobei, das geht eigentlich. Nein, warte. Nein, der sieht nicht so schlecht. Nein. Ja, der Haul, natürlich das Heulen, aber. Nein, Kassachok. Balljuppe. Mit dem sieht's gut aus. Mit dem sieht's echt gut aus. Geil. Da wird ein Skin, den sich sehr viele Leute gewünscht haben. Die Glühweinagentin. Ja, Knock-Ups. Okay, so. Was gibst du dem? Ja, ich gebe dem Squad Kick 10 von 10. Ich finde den ziemlich ich geil. Prismatic 0 von 10. Ja. Ja, Leute, uns wurde letztes Video in die Kommentare geschrieben. Seid ihr, darf ich sagen? Ja. Dumm. Ihr gebt einem
Skin, einem Tryharder Skin, 0 von 10. Und dann kann ich jetzt nur sagen, 0 von 10. Auch wenn wir wissen, dass es ein Tryharder Skin ist, erst recht 10 von 10. Was? 10 von 10? 10, 0 von 10. Gott, versprochen. Ja, gleich. Ja, ich bin, ich, ganz ehrlich, nur weil es ein Tryharder Skin ist, muss er einem ja nicht gefallen. Eben, weil einfach aus dem Moment, ich kann es doch mal ganz kurz zeigen. Ich habe mir, weil vielleicht jetzt manche Leute sagen, du hast dir doch den hier gekauft. Ja, ich habe mir den damals geholt, aber 2 Monate danach oder sowas wurde der ein Tryharder Skin. Also wenn jetzt jemand sagt, du hast dir doch den gekauft wegen Tryhard oder sowas. Nein, ich habe ihn einfach gekauft, weil ich den cool fand. So. Und generell, ich bewerte keine Skins besser, weil sie Tryharder Skins sind. Ja. Wenn sie einem nicht gefallen. Das ist der größte No-Skin, den es überhaupt gibt. Finde ich. So, dann haben wir den Desperado. 4 von 10, den finde ich überhaupt nicht nice. Ich mag den irgendwie überhaupt nicht. Den gibt es ja seit Season 2. Den mag ich nicht. Ich gebe dem 5 von 10. Und? Das ist so witzig. So geil. Den Zani echt irgendwie cool. Zani. Also, ich gebe dem 8 von 10. Schrullig heißt er auf Deutsch. Ja, ich weiß. 8 von 10. Ja. Tactical Space. Oh, 2 von 10. Schlimm. 4 von 10. Okay, wenn ich das gefallen habe, 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 wenn ich das